Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir so ein paar Drogerien-Neuheiten testen und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn ich neue Foundations und so Complexion-Produkte in mein Gesicht gebe, mag ich das super gerne, dass ich halt Produkte im Vorfeld verwende, wo ich weiß, dass da auch Make-up gut drauf funktioniert. Entweder nehme ich dann halt einen Primer, den ich schon länger kenne, oder ne, ich verwende dann hier einfach meine Freunde von Beauty Mates, das ist ja auch ein Kooperationspartner von mir, und gebe das in mein Gesicht. Hier habe ich jetzt das Energy Set, das ist die Hyaluron Cream Boost in Kombination mit dem Koffein Wake-Up Booster. Schaut einmal so aus. Und ich persönlich würde sagen, also ihr bekommt ja mit Claudi 30, ne? Das ist ja mein Affiliate-Rabattcode, 30% Rabatt. Dadurch bekommt ihr jedes Produkt für unter 20 Euro, für 19 Euro Quetsch. Und dementsprechend ist es in meinen Augen tatsächlich ein Drogeriepreis. Und deswegen nehme ich das auch sehr gerne in meine Drogerie-Favoriten mit auf oder halt in Fullface-Drogerie. Weil es gibt Cremes in der Drogerie, die fast 30 Euro kosten, also irgendwie 27 oder 29,95, genauso auch Seren. Und damit ist das zwar im oberen Drogeriesegment, aber tatsächlich meiner Meinung nach preistechnisch im Drogeriesegment anzuordnen. Okay, also die Hyaluron Cream Boost ist quasi meine Basis des Ganzen. Die hat so eine sehr seidige Konsistenz und ich nehme ja auch so viel davon auf, ne? Und die ist sehr leicht, die fettet nicht und deswegen ist die halt ideal für die Make-up-Grundlage geeignet, gebe ich mir so in die Hand. Weil man kann sich die Booster so zusammenmischen, wie man das halt gerne möchte. Ich verwende jetzt gerade gerne den Koffein Wake-Up Booster, denn ja, ich brauche Leben in meinem Gesicht und das gibt der halt. Ne? Also da ist halt Koffein und Zink, Koffein, Kupfer und Zink mit drin. Und warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie diese Pflanze heißt. Wusuyu-Pflanze, die fördert die Durchblutung und verbessert die Leuchtkraft. Liebe ich und das ist ein sehr, sehr geiles Produkt. Kannst du auch so unter den Augen oder so verwenden, ne? Und ja, da kommt halt flüssig raus und dann kannst du halt 1 bis 3 Tropfen, ich gebe 1, 2 Tropfen in meine Creme mit rein, ja, auf dein Gesicht geben. Entweder pur oder in Kombination mit einer Creme. Muss nicht unbedingt die Hyaluron Cream Boost sein. Da kannst du natürlich auch irgendeine deiner Lieblingscremes verwenden, ne? Ich fahre sehr, sehr gut mit den Beauty Mates Produkten und verwende das halt gerne deswegen auch zusammen. Ja, und deswegen mische ich mir das jetzt schön hier an. Diese Booster sind halt viel, viel höher konzentriert als irgendwelche Seren. Dreimal so hoch müsste das sein. So sieht das übrigens aus, ne? Einfach, ja, gemischt. Und ja, die reichen für bis zu 120 Anwendungen. Und ich komme auf jeden Fall sehr, sehr gut mit der Pflege von Beauty Mates klar. Ich habe eine trockene, sensible Haut. Und ja, freue mich da einfach, dass ich einen wundervollen Kooperationspartner habe. Schon seit Jahren. Und wir da sehr schön zusammenarbeiten können, weil meine Haut es einfach sehr gut verträgt und ich einfach merke dadurch, dass ich die Produkte von Beauty Mates verwende, dass mein Gesicht einfach besser wird tatsächlich. Ja, ich habe jetzt wirklich sehr trockene Haut, deswegen nehme ich noch ein bisschen Creme nach, ein bisschen auf der Stirn und ein bisschen Hals und Dekolleté. Es ist jetzt einfach gerade so ein bisschen eine furztrockene Zeit für mich. Fragt mich nicht, warum. Ich kann auch sehr schlecht schlafen. Doch, ich weiß warum. Ich bin schwanger, Leute. Und ja, deswegen stehe ich so ungefähr alle 1-2 Stunden nachts auf. Yay. Und ja, also für mich ist es halt eine gute Pflege, die jetzt und eigentlich generell sehr gut bei mir funktioniert, ne? Ich habe aktuell in Anwendung, wie gesagt, die Creme Boost, den Koffein Wake Up Booster. Und abends verwende ich den Augenlifting Booster. Aber das ist jetzt hier für morgens. Normalerweise würde ich hier jetzt auch eine Schicht Sonnencreme drüber geben, ne? Gesichtssonnencreme. Aber heute ist Drehtag. Heute bleibe ich eigentlich im Haus. Ich bin schon mit Sammy eine Runde gegangen heute Morgen. Deswegen, jo, ne? Bin ich heute tatsächlich hier im Hause und werde jetzt das Haus wohl nicht mehr verlassen. Ja, eine schöne Creme, die ich gerne mag und die ihr immer wieder bei mir seht. Die Produkte von Beauty Mate sind einfach klasse, denn die sind ohne Rampampam. Wir haben keine Tierversuche, wir haben keine PEGs, keine Parfümstoffe, keine Farbstoffe. Nichts, was da nicht reingehört. Das ist Wirkstoffkosmetik und ich fahre einfach sehr gut mit. Deswegen zeige ich euch das immer wieder. Empfehle ich euch das auch immer wieder. Ne? Schaut da gerne auf der Homepage vorbei. Ihr könnt entweder die vorgefertigten Sets nehmen, wie das ja hier zum Beispiel dieses Energy Set, ne?
Das verlinke ich euch in der Infobox. Ihr könnt euch aber auch selbst ein Set zusammenstellen im Set-Konfigurator. Ne? Das macht ihr dann halt so, wie ihr gerade Bock habt. Eigentlich sind die Booster namenstechnisch sehr aussagekräftig für das, was sie dann mit eurem Gesicht machen. Und ja, schaut da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich fühle mich jetzt einfach fresh. Ne? Das ist, ihr seht das ja auch. Es gibt ein schönes Hautbild. Es gibt halt irgendwie Feuchtigkeit und alles, was meine Haut so braucht. Ich finde die Produkte klasse. Empfehle sie euch, empfehle sie meiner Familie, empfehle sie meinen Freunden, weil das wirklich eine sehr schöne, milde, hautverträgliche Kosmetik ist, wo ich echt drauf abfahre. Ne? Also schaut da gerne mal vorbei. Bei DM kriegt ihr die Marke Art Deco tatsächlich. Und da habe ich die Light Luminous Foundation entdeckt. Da sind 25 ml drin. Ich habe die Farbe Neutral 08, Neutral Porcelain. Bin sehr, sehr gespannt. Die war teuer, finde ich. Also von der Drogerie Foundation fand ich die schon recht teuer. Aber die sieht so unfassbar unsexy aus. Kann man sagen, oder? Kann man wirklich sagen, ja, so eine matte Verpackung ist halt noch verschlossen, ist klar. Das fällt mir gerade auf. Ich habe doch noch gar kein Handtuch hier. Eben habe ich hier vergessen, mir ein Schwämmchen hinzuholen. Jetzt habe ich hier gar kein Handtuch. Was ist das denn? Und wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade dabei, umzuziehen. Also dieses Zimmer zieht eine Etage nach oben. Total aufgeregt, ihr macht euch keine Vorstellung. Okay, also ich habe jetzt eine super Make-up-Base, wo ich halt weiß, das hält, ne? Das funktioniert mit eigentlich allen Foundations, die ich gerne verwende. Und dementsprechend sollte diese Foundation auch damit funktionieren, ne? So, dann habe ich halt jetzt auch keinen Primer oder so, der jetzt irgendwie das Ergebnis verfälschen würde. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich, wie die Foundation auf dem Gesicht funktioniert. Das finde ich eigentlich immer ganz geil. Als Pinsel verwende ich übrigens heute die von bei Beauty Bay. Die bekommt ihr bei Beauty Bay im Shop. Ich verlinke euch alles, was ich finden kann, in der Infobox. Und habe ein bisschen Angst vor der Foundation. Okay, ich mache mir jetzt erstmal so ein kleines Häufchen hier auf meinen Handrücken. Die Farbe scheint gut zu passen, also zu matchen. Riecht soweit nach nichts. Das ist schon mal positiv. Könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein. Ne? Aber es könnte auch gut funktionieren. Wir gucken einfach mal. Ich nehme jetzt hier den Foundation-Pinsel und trage die Foundation in meinem Gesicht einfach mal damit auf. Jetzt so ausgeblendet sieht die Farbe wirklich sehr passend aus. Es macht so einen schönen Ausgleich. Also auf der Stirn habe ich noch nicht, aber die Wange. Ne? Das sieht man, glaube ich, ganz gut, dass ich hier eine recht ausgeglichene Wange habe. Aber die Deckkraft ist wirklich sehr, 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 sehr leicht. Ne? Hier sieht man halt noch so Rötungen, Sommersprossen, Muttermale durch. Ne? Siehst du hier auch, aber das Ganze ist etwas beruhigter. Also das hat sie schon mal gemacht. Na siehst du wohl, so gefällt mir das richtig, richtig gut. Schön eingearbeitet, schön mit einer Strahlkraft dahinter. Leichtes Gefühl auf der Haut, mag ich gerne leiden. Ist irgendwo nirgendwo, dass es sich abgesetzt hätte oder so. Überhaupt nicht. Mag ich gerne leiden. Also das ist ein schönes Ergebnis von der Foundation. Das wird jetzt noch weiterverwendet. Das Ergebnis von der Foundation? Nein, die Foundation an sich. Als nächstes habe ich ein Produkt, wo Maxim sein Gesicht für höher gegeben hat. Also Maxim ist ja Werbegesicht von Manhattan für den Multitasker Concealer. So, 11 ml sind hier drin. Das ist ganz schön viel. Ne? Farbe ist 20 Fair. Und das soll ja so ein bisschen ein Dupe zu dem Tarte Shape Tape. Shape Tape? Ja, so. Meine Güte, sein. Ich habe letztens erst ein Video über Manhattan gedreht, also ein Fullface Manhattan. Deswegen sehr ulkig, dass die jetzt dann ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben. Ich trage mir das wirklich sehr, 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 sehr dezent auf. Also nur so, ne, pünktchenweise. Und ich blende mir das einfach direkt mal mit einem Schwämmchen ein, ne? Okay, ausgeblendet. Sehr hell. Sehr, sehr hell trotzdem. Erstmal soweit so gut, nicht irgendwie pastig, also pastig im Sinne von setzt sich jetzt erstmal nicht in die Fältchen rein, erstmal in Ordnung. Müssen wir mal gucken, wie er sich so verhält. Wir sind noch nicht ganz durch mit den cremigen Texturen, denn ich habe bei Beauty Bay was bestellt und zwar von XX Revolution. Ist es, glaube ich, eine Limited Edition oder so. Wallflower Cream Blusher, den fand ich mega schön. 6,5 Gramm sind hier drin und ich habe Foxhole Lane mir bestellt. Und da sind so Blumen in diesem Plastikgedönsen drin, ne? Das sieht wirklich hübsch aus. Also wirklich, wirklich hübsch. Und das ist ein Cream-Produkt. Geh mal auf. So,
sehr, sehr intensiv. Und sowas trage ich ganz gerne mit meinem Foundation-Pinsel auf. Den habe ich ja hier schon. Gehe da einfach mal so rödeli-pödeli durch. Wow. Vielleicht ein bisschen viel rödeli-pödeli. Ja, das reicht auf jeden Fall für beide Seiten. Upsala. Also der ist sehr intensiv offensichtlich. Krass. Ich muss den Rest mal eben vom Foundation-Pinsel abmachen. Ups. Und blend mir das mal schön hier so rein. Ach, du ahnst es nicht. Also das ist, also ich habe ein bisschen übertrieben, Leute, ne? Ich kann mich nicht ernst nehmen. Ich guck mal, ob ich da mit dem Schwämmchen noch irgendwie was machen kann. Also das ist definitiv ein Produkt für Jennys Highlights, ne? Das sollte sie sich mal angucken. Die ist ja auch so ein sehr großer Blush-Fan. Das könnte wirklich was für sie sein. Ich finde es jetzt für den Frühling, Sommer einfach ganz niedlich, aber ich muss da natürlich noch sowieso mit Puder drüber gehen, ne? Ist jetzt wirklich sehr drüber, aber es ist ein Cremeprodukt, die gebe ich gerne tatsächlich auch ein bisschen intensiver auf. Also bislang finde ich es ganz witzig und irgendwie auch gut. Hat die Foundation nicht abgetragen oder sowas, ne? Das ist jetzt einfach ein sehr, sehr intensiver Blush-Moment in meinem Gesicht. Wow. Schaut euch das gerne mal an. Die bei Beauty Bay oder die Beauty Bay Produkte bzw. Beauty Bay Links, die ich in der Infobox reingesetzt habe, sind Affiliate-Links. Ich habe aber noch was aus dem neuen Riva Loves Me Sortiment bestellt, und zwar das Loose Blur Powder. Das ist ja dieses vierteilige Gedönsen, ne? Was es auch irgendwie schon mal in LEs gab und jetzt quasi ins Standardsortiment gekommen ist. Und das möchte ich jetzt einfach mal so drüber geben, um mein Gesicht zu setten. Ja, also da habe ich jetzt ein bisschen was von dem Weißen, ein bisschen was von dem Grün, ja, und Gelb und Rosa im Deckel. Dann nehme ich mir einen Wuschelpinsel. Okay, das hat einen Duft. Ja, das also cremig, aber irgendwie blumig. Ich finde, das riecht ganz angenehm, ne? Und dann, ja, Gesichtshätten, würde ich mal so sagen, ne? Und das sieht schön aus. Also, ne, das schwächt auf jeden Fall den Blush ein bisschen ab, macht einen mega schönen Weichzeichner-Effekt. Das sieht hübsch aus. Das gefällt mir. Selbstverständlich schleicht sich hier auch die ein oder andere Limited Edition rein. Ist klar, wir hatten ja eben schon von XX Revolution dieses Gedönsen. Und hier habe ich jetzt von Catrice die Caviar Gauche Limited Edition. Das ist die Face Palette davon. Und da möchte ich super gerne den Bronzer rausverwenden. Denn ich finde, Blush habe ich jetzt wirklich genug drauf. Also da muss ich eigentlich keinen Puderblush mehr drüber geben. Und einen Highlighter habe ich gleich noch separat. Erst muss ich hier aber die Folie abpulen. So, mega. Also habe ich jetzt auch schon bei mehreren in Videos gesehen. Die Palette ist richtig, richtig schön. Nicht nur von außen, dieses Optische gefällt mir richtig gut, sondern auch von innen die Töne. Erinnern mich mega an Charlotte Tilbury, die hat ja auch solche Face-Paletten, ne? Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und jetzt nehme ich hier meinen Pinsel, den ich eben zum Pudern genommen habe, lade den gut auf, klopfe aber trotzdem ab und dann wird das Gesicht schön aufgewärmt. Ein sehr subtiler Bronzer. Ja, muss ich mal gucken, ob ich den mag. Ist aber dementsprechend auch eher ein Winterprodukt für mich, ne? Oder wie gesagt, wenn ich halt eher subtil mich bronzen möchte. Ich finde es aber so, wie es jetzt aussieht, hübsch, ne? Mag ich gerne leiden. Ist eine schöne Geschichte. Kommen wir zu dem Highlighter, den ich euch versprochen habe. Auch den habe ich bei Beauty Bay bestellt. Den fand ich so hübsch. Von Revolution Internal Glow Soft Glamour Highlighter nennt er sich. Auch der gibt optisch immer so ein bisschen Charlotte Tilbury-Vibes, ne? Denn das sieht ja aus wie so ein Kissen. Pillow Talk, Kissen, ihr wisst, was ich meine. Ist ein riesen Ding, 20 Gramm oder was sind hier drin? 10,5 Gramm, okay, reicht aber auch. Und der ist echt krabam da, ne? Also wirklich sehr, sehr schön. Die Revolution Highlighter sind erfahrungsgemäß sehr intensiv. Ich gehe jetzt einmal durch und swatch den. Ist trockener, als ich das normalerweise von Revolution kenne. Und der ist jetzt mehr so in die goldene Richtung. Ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass der Champagnerfarben sein würde. Ja, vielleicht ganz leicht, ne? So ein Zwischending zwischen Champagner und Gold, würde ich sagen. Also für mich, glaube ich, schon passend. Ich nehme jetzt so einen Highlighter-Pinsel von Beauty Bay. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu doll durchgegangen, ne? Und trage mir den auf. Ja, der ist schon intensiv, ne? Also der gibt mir den Glow zurück, den ich eben verloren habe. Aber ich finde ihn wunderschön. Mag ich. Ne? Der ist echt cool. Ja, grober Glitzer. Grenzwertig drin, definitiv. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Also für mich persönlich ist es vom groben Glitzeranteil vollkommen
normal. Also ich komme damit klar, ich finde den wirklich schön und der macht ein tolles Highlight. Oh, ich mag den. Guck, siehst du, da sind wir schon bei Augenbrauen angelangt. Ich werde mir aber vorher so ein bisschen die Augenbrauen auffüllen. Das mache ich hier mit dem Catrice Cinematic Ultra Precise in der Farbe 015 Ash Blonde. Der ist total geil. Ich liebe ihn. Denn das Produkt, was ich mir gleich auf die Augenbrauen gebe, ist eher so zum zusätzlichen Auffüllen und eher so geltechnisch. Denn für meine 3 bis 5 Augenbrauenhärchen, die nach dem ganzen Zupfwahn in den 2000ern überlebt haben, wäre dieses Produkt wahrscheinlich einfach ein bisschen zu wenig. Ne? Das ist der NYX Thick It Stick It Brow Mascara Gedönsen. Der vor allem. In der Farbe Cool Blond habe ich mir den bestellt. Ich glaube, auch den hatte ich mir damals bei Beauty Bay bestellt. Oder ich habe mir den bei DM mal mitbestellt. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Meiner Meinung nach, oder es erinnert mich an das Benefit Gimme Brow Plus. Ne, denn wir haben hier ein Tübchen, wo wir hier quasi ein Gel drin haben. Und dieses Gel hat auch noch so Fasern mit dabei. Also das, ne, erinnert mich halt wirklich daran. Wobei hier haben wir ein etwas größeres Bürstchen und sehr, sehr viele Fasern. Und da bin ich extrem gespannt, wie das jetzt auf meinen Augenbrauen wirken wird. Jo, ne? Schauen wir mal. Ich gebe das nämlich einfach mal erstmal so hier vorne so ein bisschen rein. Ich bin immer erst ein bisschen vorsichtig, bevor ich dann so richtig durchwühle. Und wenn das jetzt soweit so gut funktioniert hat, was es hat, nehme ich mir dieses Bürstchen und mache dann einmal von vorne nach hinten. Und was ganz wichtig ist, von hinten nach vorne, denn so bleiben richtig viele Fasern hängen. Sieht immer ein bisschen sehr verrückt aus, wenn man das macht, aber... Ne, es wird schon seinen Zweck erfüllen. Käme ich mir die so ein bisschen in Form. Ja, muss man doch etwas schneller sein, als ich gerade gedacht habe, denn die Geschichte wird schon mit der Zeit hart vorbei, Leute. Hier ist es auch gefühlte 5 Milliarden Grad in diesem Raum, ne? Ich würde sagen, es ist Übungssache und ich habe den Bogen halt noch nicht so ganz raus. Macht auf mich aber eigentlich einen ganz guten Eindruck, also weil das halt auch wirklich fest wird. Das finde ich eigentlich wirklich gut. Ein bisschen wild und cool aus. Also ich mag das gerne leiden. Das macht ein sehr schönes, natürliches Ergebnis und ich fühle mich damit echt wohl. Schon. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was sehr gut zu meinem Kleidchen heute passen kann. Und zwar habe ich mir bei Cosmetic for Less wieder das ein oder andere Produkt aussuchen dürfen. Unter anderem ist es diese neue Lidschattenpalette von Eveline Cosmetics geworden. Das ist die Neon Lime Palette und ihr könnt mit meinem Code Claudi15 bei Cosmetic for Less auch dauerhaft 15% auf alles sparen. Also schaut da gerne einfach mal vorbei, falls ihr möchtet. Und hier haben wir so geile Neontöne, ich lieb's. Und Eveline Cosmetics hat so eine schöne Qualität. Wir haben hier 2 Schimmertöne drin und 7 matte Töne. Jeder, der mich ein bisschen länger als 5 Minuten kennt, kann sich grob vorstellen, was für ein Look es heute geben wird. Oder jeder, der das Thumbnail gesehen hat, ist klar. Wir haben hier wirklich eine schöne Pigmentierung. Also die Schimmertöne sind sehr cremig. Das ist eine extrem coole Konsistenz. Die matten Töne wirken auch sehr schön. Auch wenn sie sich halt nicht so schön smudgen lassen, wie jetzt zum Beispiel das Grün und das Lila-Blau, würde ich sagen. Die haben sich jetzt nicht so mega geil smudgen lassen, wie zum Beispiel das Pink. Ne? Das war richtig geil. Das Orange fand ich auch sehr schön. Auf das Gelb bin ich natürlich sehr gespannt und nicht lang schnacken. Wir möchten die Farben sehr, sehr gerne aufs Auge bringen. Dafür verwende ich jetzt die Pinsel von Leni Brush. Da habe ich mir mal dieses Pinselset bestellt. Nehme ich zuallererst den LBEC, den Soft Definer Pinsel und gehe in diesen beigefarbenen Ton hier oben rein. Das ist natürlich kein Hexenwerk, weil hier möchte ich jetzt einfach erstmal mein Lid setten. Ich arbeite am liebsten auf einer gesetteten Basis, also dass ich quasi keinen Klebekram darunter habe und einfach die Töne etwas einfacher verblenden kann. Aber das ist immer so Geschmackssache. Als nächstes gehe ich natürlich, ist klar, ne, in diesen, neongelben Ton rein, der aber auch so einen Hauch ganz hellgrün mit dabei hat. Und den setze ich mir quasi, hier so innen anfangend und blende den so nach außen. Also es ist jetzt kein super sauberer Look, es ist jetzt einfach so, mal gucken, was die Kreativität so aus mir rausholt, Look. Die Intensität von der Farbe ist jetzt wirklich eher soft, also da habe ich jetzt... Ne, ein bisschen Aufbauarbeit und hab nicht so direkt bam was auf dem Auge, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, denn solche Farben sind jetzt auch jetzt so nicht super natürliche Farben, die sich so 1:1 an das Auge anschmiegen. Das heißt, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn man einfach das besser dosieren kann.
für mich persönlich wäre es jetzt cooler gewesen, wenn die ein bisschen krasser gewesen wäre. Apropos krass, ich nehme immer noch den gleichen Pinsel und gehe jetzt in dieses Neon Pink mal rein. Das habe ich jetzt hier auf dem Pinsel und ja, setze mir das nach außen hin. Da bin ich auch mal gespannt. Guck mal, weil das gibt jetzt viel, viel mehr Pigment ab. Einmal reingegangen, bam, haben wir es schon auf dem Auge, ne? Finde ich total cool. Das ist ein bisschen leichter dann aufs Auge zu bringen und finde ich auch echt schön. Mag ich. Ich habe hier auch noch in der Palette dieses Orange drin. Da gehe ich jetzt einfach mal rein und das blende ich mir hier oben einfach mal so ein bisschen dazwischen, um so einen kleinen, ihr seht das auch, ne, so einen ganz kleinen Farbpunkt zu setzen zwischen das Rosa oder Pink vielmehr und das Gelb. Also im Prinzip, aber auch nicht, also im Zentrum oben. Das sieht irgendwie cool aus, ne? Weil ich brauche so eine ganz kleine Verbindung auch zu meinem Oberteil natürlich. Oberteil ist gut, das ist ein Kleid. Das Kleid kann ich euch übrigens nicht verlinken, weil das habe ich auf Corfu gekauft, als ich da mit den Mädels und so shoppen war. In der Boutique gab es das. Ja, so ist jetzt quasi der Augenlook einmal oben. Das war jetzt wirklich nicht viel, ne? Rampampam. Da kommt aber gleich natürlich noch ein bisschen Schimmer mit bei. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir dann einfach mal dieses Lila-Blau, was ein bisschen schwierig im Swatch aussah. Ich nehme immer noch den gleichen Pinsel. Ich bin so ein bisschen faul gerade, ne? Und den setze ich mir einfach jetzt hier unten drunter. Bereue ich das jetzt, dass ich einen so großen genommen habe? Nö, ich glaube nicht, ne? Das sieht echt gut aus. Also auch so ein bisschen Pride Month mäßig. Ihr wisst Bescheid, aber ich liebe Regenbögen. Sieht man auf meinen Nägeln immer so ein bisschen. Und ja, genau. Also die matten Töne habe ich jetzt auf dem Auge drauf. Jetzt kommen wir zu den Schimmertönen. Da haben wir ja zwei zur Auswahl. Ich würde jetzt eigentlich sagen... Eigentlich, ja, nehme ich mir erstmal diesen fast grünlichen Ton. Jedenfalls sieht das im Pfännchen so aus, ne? So schaut der aus, den finde ich ziemlich geil. Den setze ich mir hier einfach mal hin. Ja, wow, mag ich gerne leiden. Das hat schon Krawumm dahinter, ne? Und nach außen hin gebe ich mir diesen orangen Ton, der so ein bisschen vor sich hin schimmert. Und setze ihn da einfach mal so daneben. Auch das ist wirklich beautiful. Also mega krass schön. Ich gehe nicht bis ganz nach außen, weil da soll der Pinkton ja auch noch so für sich stehen. Ne? Das mag ich gerne. Also das ist jetzt ein Look, den ich so ganz normal in meinem Leben tragen würde. In einem Büro jetzt nicht unbedingt. Aber ja, so zum Spazierengehen, zum Einkaufen, zum Feiern, zum Freundetreffen. Dies, das, Ananas. Ne? Würde ich den sehr gerne so tragen. Natürlich muss jetzt kein Inner Corner Highlight her und das würde die Palette jetzt eigentlich so auch gar nicht hergeben, es sei denn, man nimmt jetzt so ein buntes, ne? Ich würde das jetzt einfach mit einem Highlighter machen. Ich finde es einfach heftig und das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir in der Drogerie halt so eine Qualität von Lidschatten finden, ne? Ich meine, zieht euch das mal rein, wie schön, brillant und intensiv diese Farben sind. Das ist ein Look, der nicht lange gedauert hat und es macht einfach richtig Spaß. Und schaut da einfach mal bei Cosmetic for Less vorbei. Claudi15 gibt euch da auch nochmal 15% drauf. Eveline Cosmetics hat auch noch viele, viele andere Produkte, die ich euch immer wieder gerne auf diesem Kanal zeige. Die Lidschattenpalette ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, das ist ein Eyeliner, den habe ich von Beauty Bay mir bestellt. Und zwar ist das einfach ein Domino oder so, ist glaube ich die Farbbezeichnung, ne? Einfach Filzstift, also Filzstift Eyeliner und den möchte ich mal ausprobieren. Beauty Bay gibt nämlich immer mehr oder produziert immer mehr auch eigene Produkte, also von der Eigenmarke, da ist jetzt keine Kugel drin oder so. Ja, und eine sehr präzise Spitze von dem Eyeliner. So, jetzt hat die Kamera auch mal scharf gestellt, genau. Also wirklich sehr präzise. Och, nice. Das hat wirklich super funktioniert. Das ist sehr, sehr präzise. Ne? Also ich kann eine sehr feine Linie zeichnen am Wimpernkranz. Sehr, 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 sehr nah vorbeigehen. Und auch den Wing kann ich sehr präzise malen. Positiv ist außerdem, dass ich hier einen Wing und so weiter malen konnte. Und das genauso gut auf dieser Seite auch funktioniert hat. Ich muss einfach gucken, wieder in der Langzeitanwendung ist, weil das ist ja immer das Problem bei Felltip-Eyeliner, ne? Dass es halt oft passiert, dass die super schnell austrocknen. Das hat jetzt einfach schön funktioniert. Und jetzt sehe ich gerade, wie krass der Highlighter übrigens auch nochmal ist. Egal. Hat mir gut gefallen. Schöner, empfehlenswerter Eyeliner.
Bevor wir jetzt zu einer ziemlich interessanten neuen Mascara kommen, möchte ich mein Gesicht einmal setten. Und das mache ich hier mit dem e.l.f. Stay All Night Microfine Setting Mist. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist jetzt aber nicht neu, ne? Aber hat eine Kugel drin. Und einen super feinen Sprühstoß. Wahnsinn, oder? Das ist super, super, super fein. Kann ich mega empfehlen. Auch ein tolles Drogerieprodukt, was irgendwie gefühlt jeder bei sich haben sollte, weil das so klasse ist. Ich gehe immer gerne nochmal mit einem Schwamm drüber und guck mal. Ne? Jetzt sieht die Foundation und die Base, das sieht alles so gut aus. Das mag ich gerne leiden. Ihr seht das jetzt auch gerade echt von Namen. Ne? Also sowohl der Concealer gefällt mir, als auch die Foundation in Kombination mit dem Puder. Natürlich Primer bzw. die Creme. Da wusste ich ja, dass es alles soweit so gut funktioniert. Das sieht klasse aus. Oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr meine Base heute findet. Ich mag die gerne leiden. So, Sky High. Maybelline hat eine neue Sky High rausgebracht, die viel, viel besser sein soll als die alte. Und die alte wurde ja so gehypt. Ich fand den Hype jetzt nicht so gerechtfertigt, mochte ich nicht so gerne leiden. Ja, und jetzt möchte ich die mal ausprobieren. Genau, hat Sternchen drauf, ist schwarz mit dieser roségoldenen Schrift, hat auch dieses Gummibürstchen, was so tannenbaumförmig zusammengeht und halt extrem flexibel ist. Jetzt schauen wir mal, was meine Wimpern dazu sagen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Upsi. Also die ist schon, die hat was. Die kann was, die will was. Und die macht auch was mit den Wimpern. Das kann man nicht anders sagen. Für mich ist sie jetzt im aktuellen Zustand noch etwas zu nass. Aber das ist nicht schlimm. Das kriegt man ja mit der Zeit auch wieder raus. Aber die macht richtig schöne Länge. Die macht richtig schöne Separierung von den Wimpern. Genau, also das, ne, finde ich auch extrem schön. Das macht einen tollen Augenaufschlag. Und ja, also ich bin da schon begeistert von. Macht schöne. Guck mal. Schöne, weißt du Bescheid, ne? Finde ich echt cool. Eigentlich braucht dieser leichte, helle Look kein Lippy, ne? Also ja, eigentlich, ne, Lippenpflege drauf, fertig ist die Laube. Aber ich habe noch ein Produkt, was ich gerne ausprobieren möchte. Und zwar ist das von Maybelline, dieses Superstay Vinyl Ink. Habe ich in der Farbe 40 Witty mir gekauft. Und der soll halt so richtig, richtig cool vinylmäßige Lippen machen, obwohl es ein Liquid Lipstick ist. Bin ich sehr gespannt drauf, möchte ich ausprobieren. Vorher gebe ich mir aber einen Lip Liner auf, und zwar ist es einer, den ich halt in meiner Sammlung drin hatte von Essence, Day 8 Hours Lip Liner. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, in der Farbe 01 Curious. Passt das jetzt zum Look? Weiß ich nicht. Vielleicht so als Kontrast? Ja, also hätte ich jetzt eigentlich eher nicht so gewählt, ne? Also da hätte ich jetzt wirklich einen klaren Gloss zugenommen oder irgendwie was Leichtes halt. Und ja, zum Oberteil oder zum Kleid passt es halt auch nur bedingt. Ist sehr klebrig. Geht auch schön auf die Zähne. Ich weiß nicht, ob der fest wird. Also der fühlt sich nicht so an, der Vinylgedönsen, als würde er fest werden wollen. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm, finde ich persönlich, auf den Lippen. So, kommen wir zum Fazit des Ganzen. Eigentlich habe ich jetzt bei diesem Full Face kein Produkt, wo ich sage, hat jetzt gar nicht funktioniert. Eigentlich hat es alles sehr gut funktioniert. Ich finde meine Base wunderschön. Also das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut heute. Mein Augenlook gefällt mir richtig, richtig gut, obwohl der halt wirklich simpel war. Der passt auch richtig geil zu meinem Kleid. Also ich bin auch gespannt, was mein Freund gleich sagt, denn wir werden heute Abend zusammen grillen und im Prinzip ist es mein Wir-gehen-grillen-Look. Mega cool, also nur er und ich, bei uns im Garten, läuft. Und ja, schöne Produkte. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir diese Produkte gekauft habe. Und vielen Dank nochmal an Cosmetic for Less und an Beautymates für die wundervollen Kooperationsmöglichkeiten, die wir einfach miteinander haben. Denkt auf jeden Fall an den Code Claudi15 bei Cosmetic for Less und an Claudi30 bei Beautymates, falls ihr dort vielleicht was nachshoppen möchtet. Ansonsten habe ich euch alle Produkte unten in der Infobox verlinkt. Schaut da super gerne mal vorbei. Und das war's jetzt hier von mir.
Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, Schminkies, ne? Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!